Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns tatsächlich ein bisschen Praxis noch aneignen. Und zwar wollen wir das heute selbst manuell tun, was normalerweise immer alles automatisch gemacht wird. Und zwar wollen wir ein Zertifikat prüfen, ob es in der Revocation List drin ist, das heißt, ob es widerrufen ist. Dazu gibt es ein eigenes Protokoll. Das heißt OCSP oder OCSP, steht für Online Certificate Status Protocol. Und eigentlich ist es total simpel. Man schickt einfach die Zertifikat-ID an einen sogenannten OCSP-Responder und bekommt den Status direkt zurück. Achtung, ganz, ganz wichtig, das antwortet nur, ob das Zertifikat widerrufen wurde, und es antwortet nicht, ob das Zertifikat irgendwie wirklich gültig ist. Das heißt, überprüfen müsst ihr das Ganze noch selber, sonst könnte natürlich auch diese Überprüfung irgendwie gefälscht werden. Aber dieser Zugriff hier ist eigentlich relativ simpel, aber wir müssen trotzdem erstmal die Zertifikate runterladen dazu, und das macht im Prinzip euer Webbrowser oder jede Anwendung, die irgendwie SSL verwendet, automatisch für euch. Ziemlich coole Sache. Wir werden hier jetzt OpenSSL dazu benutzen. Und wir schreiben jetzt hier erstmal alles so, wie wir es brauchen. Ich erkläre euch währenddessen, also S-Client steht erstmal dafür, dass wir uns als Client sozusagen das Ding ziehen wollen. Und zwar, wir wollen uns mit, wir nehmen Wikipedia.org auf Port 443. Das ist der Standard-HTTPS-Port. Dieser Port ist extrem wichtig, denn dort läuft dann eigentlich immer sicherer Webseiten-Traffic drüber. So. Und wir wollen uns jetzt das Zertifikat ziehen von denen. Das heißt, wir, jetzt kommt ein bisschen Bash ins Spiel. Ich habe mir das natürlich vorgeschrieben. Ich würde das einfach gerade mal hier copy-pasten. So, das bedeutet jetzt, wir ziehen uns das Zertifikat, und zwar von Anfang bis Ende, und speichern das Ganze in wikipedia.pem. So heißt diese Datei. So, haben wir. Jetzt können wir nochmal kurz hier reingucken. Ist es da? Wikipedia.pem, können wir mal reingucken. Wikipedia.pem sieht so aus: Begin Certificate und End Certificate. Klar, wir können natürlich auch einfach auf die Webseite gehen, über Google Chrome das Ganze machen, dort das runterladen und als Wikipedia.pem speichern, geht natürlich auch. Aber wir wollen jetzt mit diesem Zertifikat hier weiterarbeiten. Ich clear das Ganze nochmal aus. So, was wir jetzt machen wollen ist, also normalerweise hat man ein sogenanntes X509 Format bei solchen Zertifikaten. Das ist einfach der Standard. Das ist das, was eigentlich jede Website auch so hat. Und das können wir jetzt auch benutzen, und zwar als X509. Wir validieren jetzt gerade mal, ob dieses Zertifikat eine OCSP-URL hat. Das heißt, ob man irgendwo hinschicken kann, um zu gucken, ob es widerrufen wurde. Wir wollen keinen Output. Da fehlt ein O. No out. So, jetzt. Und dann wollen wir sozusagen unsere OCSP-URI rausfinden. Das heißt, wir wollen gucken, wo kann ich denn überprüfen, ob dieses Zertifikat noch gültig ist. Und wir wollen natürlich wikipedia.pm verwenden. So, das ist also die OCSP, und die ist relativ häufig. DigiCert macht es relativ häufig. Und dort kann man dann auch nachschlagen, ob eben Zertifikate noch gültig sind oder nicht. Okay. Also, jetzt brauchen wir allerdings noch natürlich das Zertifikat, was oben drüber steht. Und das kriegen wir, indem wir, ich habe das natürlich auch schon mal alles hier vorbereitet, kriegen wir, indem wir das hier eingeben. Sieht dann folgendermaßen aus. Wo sind wir? Hier. Okay, wir haben hier das Zertifikat, und zwar jetzt haben wir die komplette Kette uns runtergeladen. Und zwar einmal hier eben dieses Zertifikat, das ist das von Wikipedia, das ganz normale Zertifikat. Hier haben wir das von der CA, und das ist dann sozusagen das, was oben drüber steht. Und hier unten drunter stehen dann die ganzen Algorithmen. Haben wir eigentlich letztes Mal alles schon ziemlich genau kennengelernt. Wir speichern uns jetzt diesen Teil hier, und den speichern wir uns einfach in eine Datei, die nennt sich normalerweise chain.pem. Ich mache das Ganze jetzt mal, wobei eigentlich... Doch, ja, wir machen das Ganze direkt einfach mal mit Vim. Chain.pem. Ach ja, richtig, ich vergaß. Ich habe Vim hier noch gar nicht drauf installiert, weil ich so selten benutze. Naja, auf dem Server die ganze Zeit, hier irgendwie nie. Also machen wir es jetzt einfach hier rein. Fertig, speichern zu. Super. So, und jetzt können wir den OCSP-Request senden. Dazu braucht man natürlich diese Chain.
Je nachdem, wie welche Webseite ihr hier angefragt habt, werdet ihr hier noch mehr als diese paar Zertifikate finden. Und ja, ihr könnt dann natürlich auch einfach alle speichern in dieser chain.pem. Okay, was wir jetzt also machen wollen, ist, wir wollen einen OCSP-Request schicken. Und das machen wir auch wieder mit OpenSSL. OpenSSL OCSP minus Issuer. Ups, ja, Issuer. So, das ist derjenige, der es ausgestellt hat. Also chain.pem gibt mir sozusagen an, wer es ausgestellt hat. Minus Cert gibt mir an, welches Zertifikat ich überprüfen möchte oder auf Gültigkeit überprüfen möchte. Dann minus Text und minus URL. Und das war die, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich glaube, ihr seht sie jetzt gerade auf keinen Fall mehr. http://ocsp.digicert.com. So, und jetzt können wir hier uns diesen wunderbaren Request ansehen. Und ja, hier steht eigentlich sehr, sehr viel Information drin, viel mehr als man erwarten würde. Und zwar erstmal Requester List. Das ist erstmal mit der Seriennummer, die habe ich euch ja gesagt, die Seriennummer wird eingetragen in der Certificate Revocation List, wenn das Zertifikat ungültig ist. Das ist diese Nummer hier. Dann haben wir hier eben die Request Extension, ist eigentlich nicht so wichtig. Hier sehen wir aber, dass hier immer noch ein bisschen Zufall verwendet wird. Warum, werden wir vielleicht in den nächsten paar Videos uns auch noch genauer angucken können. Und hier sehen wir dann die eigentliche Response Data. Das heißt, ist dieses, ist erstmal der ganze Vorgang gültig gewesen, also ist auch wirklich das Ganze zurückgekommen. Genau, und dann von wem, wer, was, wie, wo, warum. Und hier sehen wir dann das Wichtige, Cert Status Good. Und das ist sozusagen das Wichtigste. Hier sehen wir auch den Signature-Algorithmus, der verwendet wurde. Und ja, dass eben hier diese Response okay ist. Ja, und im Endeffekt, dass eben dieses Zertifikat noch gültig ist. Hier sehen wir aber auch, von wann oder wann eben das nächste Update für diese Revocation List stattfindet. Das heißt, es gibt immer einen kleinen Bereich, in dem Zertifikate widerrufen sein können, aber noch nicht eingetragen werden können. Ja, aber es ist ziemlich gut und ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dieses Video zeigen wollte. OCSP ist sozusagen dazu da, um eben zu überprüfen, ob ein Zertifikat widerrufen wurde oder nicht. Und ihr seid jetzt in der Lage, das manuell auf der Command Line auszuführen. Wunderbar, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.